Ein sonniges Willkommen zu. Oh Gott, ich weiß jetzt nicht, in welcher Episode wir sind. Das ist ja peinlich. Naja, auf jeden Fall zu Escrow Blog. Natürlich mit mir, eurem Sunny. So, ich habe zwischen den Folgen mal ein bisschen was vorbereitet gehabt. Und. Moment, wir müssten Folge 7 sein. Ups. Manchmal, wenn ich zurück auf dieses Fenster jumpe, dann guckt er sich ganz merkwürdig um. Und zwar, ich habe mal ein bisschen was gesiebt. Das meiste von dem Silikon ist tatsächlich Silikon, was wir bekommen haben aus dem einen Asteroiden. So viel habe ich nicht bekommen, aber ihr seht, wir haben jetzt eine schöne Anzahl Diamanten. Ich bin hart am Überlegen, mir ein Diamantschwert zu machen, um zukünftige Begegnungen zumindest etwas schneller zu lösen. Wäre vielleicht gar nicht die schlechteste Idee. Das wird dann wahrscheinlich auch unsere Zukunft für Pickaxes sein, denn wir wissen noch nicht, woher wir dieses Dash-Zeug bekommen können. Oder ich habe es zumindest bislang noch nicht herausgefunden. Wir brauchen halt noch ein bisschen, also Dash, vielleicht können wir Dash über Void Ore Miner kriegen, ich weiß es noch nicht. Und da könnten wir uns halt mal auf ein paar Sachen vorbereiten, die halt gefragt sind. Für die Questen. Also das eine wäre der Cobblestone Generator. Da werden wir allerdings mehrere Sachen für brauchen. Ein Teil davon kriegen wir schon hin, Copper, aber Tin und Bronze kriegen wir noch nicht hin. Das heißt, das ist das Einzige, was uns hier noch wirklich fehlt. Den Lava Bucket, den würden wir hinkriegen. Eine Iron Chest könnte man sich zum Spaß mal machen, weil es halt auch einfach Teil der Questen ist. Vielleicht sogar schon höhere, ehrlich gesagt. Obwohl, nee, wo kriegen wir Gold her? Doch, könnten wir auch schon machen. Krass. Meine Glowstone haben wir auch schon. Was ich überlegt hatte, was wir mal als Gag probieren können, einfach weil ich mal wissen will, was wir dafür brauchen, was wir dafür kriegen, wäre, ich würde gerne hier diese Totem-Base mal herstellen. Dafür brauchen wir aber Clay. Für Clay brauchen wir die Clay-Blöcke tatsächlich. Und die kriegen wir mit Sand und einem Wassereimer. Ja, möglicherweise verbraucht sich dabei unser Eimer. Da müssen wir mal gucken. So. 1, 2, 3, 4. So. Zack. Na komm. So, gut. Bei wie viel? Oh, unser Medium-Tank ist schon leer. Das ist schlecht. So. Wir warten mal ganz kurz, bis das hier ein bisschen gefüllt hat. Dann mache ich das wieder aus. Das Problem ist, das verbraucht die ganze Zeit Strom weiter, ob da nun ein Tank drin ist oder nicht. Das ist halt ein bisschen nervig. Das hier wollte ich gerne mal herstellen. Okay, es gibt kein Diamond Sword. Sword. Diamond Sword. Mit der Stone Rod. Okay. Das ist nicht so problematisch. 1, 2. Zack. Zack. Okay. Nice. Das Steinschwert werden wir gleich los. Perfekt, dann haben wir jetzt mal ein Diamond Sword. Nice. So, ich habe hier ein bisschen Dust vorbereitet. Wir brauchen 8 Stück. Das heißt, hier rumpacken und das da in die Mitte. Das war nicht Dust, das war Sand, ne? Deswegen hatte ich Sand übrig gelassen. So rum war das. So. Jawohl, ja. Da geht's los. Damit wir nicht immer an einem Punkt gebunden sind, habe ich hier auch mal nochmal einen Compressor gebaut. Ich habe mal die Erze und sowas alles hier rüber geschafft. Und habe die mal hier reingepackt. Damit wir einfach mehr als einen Ort haben, an dem wir Sachen liegen haben. Das fand ich ganz sinnvoll eigentlich. Und ja,
macht sich ganz gut. Wir könnten eigentlich noch mal ganz kurz gucken. Es gibt ja auch das Rare Scanner Module, Module Block, Fluid, Structures, Range, Common Ore und Rare. Ah, nee, da sind wir noch ein bisschen entfernt. Dafür brauchen wir den hier und dafür brauchen wir Aluminium Wire. Okay, also im Endeffekt Aluminium, das ist das, was uns das Hauptproblem beschafft aktuell. Oh, wir behalten sogar den Bucket. Oh, das finde ich beeindruckend. Das war jetzt nicht was, womit ich gerechnet habe, muss ich zugeben. Das überrascht mich doch recht groß, sehr, sehr, sehr. Ich nehme an, mir ist der Sauerstoff gerade ausgegangen. Nein. Oh, wir haben zu viel Radiation. Krass. Okay, wenn die Radiation voll ist, dann haut sie einen recht schnell um. Oh, die wird kaum reduziert beim Restart. Okay. Das ist krass. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gut. Dann löschen wir mal den Todespunkt. Welcher ist das? Der hier? Wir haben ja hier hinten noch den Todespunkt. Ich bin am Überlegen, ob wir da sogar hingehen dann, um uns das anzugucken näher. So, aber jetzt erstmal. Wir hätten gerne für den hier diese Totem Base. Und dann die beiden einfach zusammen. Dann haben wir ein Totem of Advancing. Advance is time forward. Und was macht das? Tja, das ist eine gute Frage. Beschleunigt das Sachen um mich herum? Das sieht hier nicht so aus. Gucken. Oh, doch, tut es. Warte mal. Quatsch. Bubbles-Menü wollte ich. Ja, jetzt lässt sich das schlecht testen. Also hier, doch, hier wirkt sich das auch drauf aus. Seht ihr das? Viel schneller die RF jetzt runtergehen. Oha, mit dem Ding müssen wir vorsichtig sein. Damit können wir ganz schnell durch unsere Ressourcen durchgehen. Ich meine, es ist halt super, wenn ich mich irgendwo daneben stelle und sage, hey, ich möchte, dass diese Maschine jetzt schneller funktioniert, dann ist das echt heftig. Aber es kann halt auch. Nee, hier ist es kein Unterschied. Gut, ich kann das jetzt gerade schlecht überprüfen. Werden wir gucken. Wir werden es nochmal ausprobieren, wenn wir wieder leeren Oxygen Tank haben, ob das einen Unterschied macht, wenn ich das Ding reinschmeiße oder nicht. Dann habe ich mal versucht zu angeln. Das geht in diesem Wasserloch. Nur macht keinen Spaß. Angeln war noch nie meine Lieblingsbeschäftigung in Minecraft. So, ja, damit haben wir das hergestellt, was ich herstellen wollte. Wir haben relativ viel Sauerstoff diesmal. Wir haben noch Radiation, wir haben Nahrung. Ich würde sagen, wir gehen auf die Suche nach Aluminium. Ich denke, das bietet sich an. Vielleicht noch einmal vorher kurz uns hier voll tanken. Sehr gut. Hat nicht viel gefehlt. Und wir waren jetzt im Endeffekt, mal gucken, wenn wir uns jetzt Jay angucken, hier in diesem Bereich waren wir schon relativ viel unterwegs. Vertical Chunk 14. Ich glaube, das bezieht sich auf die Höhe, in der wir sind. Also wir waren vor allem in der Richtung da unterwegs. Es wäre also vielleicht mal interessant, in die Richtung zu gucken. Also dachte ich mir, machen wir das doch einfach mal. Oh, den wollte ich eigentlich nicht unbedingt in meinem Inventar haben. Dich hätte ich aber gerne in meiner Inventarleiste. Sehr gut.
Das ist wiederum sehr gut. Okay, supi. Dann graben wir uns da mal rein. So, das sieht schon wieder schlecht aus. Ja, das sieht schon wieder wie ein leerer Asteroid aus. Ja. Leider mit diesem Asteroiden kein Glück. Weil, wenn wir ja bisher Erze gefunden haben, dann waren die ja gleich und direkt hier richtig gut drin. Empty. Könnt ihr sicherheitshalber nochmal den hier machen? Ich sehe hier nichts. Okay. Dann. Ah, ich sollte vielleicht mein Jetpack wieder anmachen. War ich auf dem Asteroiden noch nicht? Durchaus möglich. Okay. So war das nicht gedacht. Sekunde, da haben wir einen Block aus Eisen oder sowas. Mal der Test, auf welche Entfernung kann ich den wahrnehmen? Er wird mir nicht unterlegt. Das heißt, eventuell sehr große Asteroiden kann ich eventuell nicht mit diesem Tool reingucken. Mal gucken. Oder er, noch, er wird unterlegt. Ich sehe das nur nicht so deutlich, weil der ja im Raum ist. Okay. Tja, ich. Oh. Ach ja, da habe ich jetzt Mist gebaut. Ich gebe es zu. So. Ernsthaft? Gott, ihr geht auf Keks, Jungs. So. Hier schreien. Mal gucken, ob wir hier drin was finden. Sieht schon wieder schlecht aus. Ja. Leider nichts gefunden, würde ich sagen. So. Ah ja, ich habe einfach mal. Hi, wie geht's dir? Alles tutti? Es ist so kurios, durch das Ozelot brauche ich mich halt echt nicht um die Creeper kümmern. Das ist halt. Ah! Okay. Ja, die Creeper sind kein Problem, aber die Skelette halt schon. Unfassbar, dass meine problematischsten Feinde in diesem Mod-Paket die Skelette sind bisher. Okay. So, dann ist jetzt die Frage, wohin geht es jetzt? Wir könnten. Los, Iron Ore, das brauchen wir nicht. Empty. Da fliegen wir einfach mal auf gut Glück. Okay. Ich hatte wohl nicht mehr viele Lebenspunkte. Ei. So peinlich. Ich habe da nicht drauf geachtet. Ah, jetzt haben wir schon drei Tode innerhalb kürzester Zeit gehabt. Und zwei durch absoluten Dummheit. Eigentlich alle drei durch absolute Dummheit. Nicht darauf zu achten, wie viele Lebenspunkte man noch hat. Absolute Dummheit. Zu sterben, weil ich zulasse, dass die Radioaktivität mich umbringt. Absolute Dummheit. Zu sterben, weil. Ich hasse. Du gehörst jetzt mir. Ich brauche sowieso noch etwas Rotten Flesh. So. Aluminiumerz. Ja, nice. Hervorragend. Wir gehen auf Nan und holen hier mal alles raus.
Fantastisch. Damit kommen wir weiter. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Prima. Ich glaube, damit haben wir allerdings auch gleich alles rausgeholt, was hier drin war. Ah, da ist noch ein kleiner Rest übrig. Sehr schön. Okay. Gut. Damit haben wir jetzt das, was wir brauchen. Damit müssten wir jetzt alles herstellen können. Tin, Aluminium-Wires, Bronze. Damit kommen wir richtig weiter. Okay, diesen Asteroiden haben wir leer gemacht. Das heißt, der ist jetzt wieder empty. Safe. Ja, ich hätte vorher mal meinen Scanner benutzen sollen. Aber hey. Ist jetzt auch egal. So, der ist empty, das ist empty. Und da drüben waren wir gestorben. Wir waren ja nicht sehr weit von zu Hause weg, als wir da gestorben sind. Da ist nochmal ein Asteroid. Ich gucke mal nochmal kurz, ob wir da was Interessantes vielleicht finden. Ich esse mal rasch was. Ich sehe gerade, das wäre eine gute Idee vielleicht. So. Das wieder. Hä? Habe ich die gerade nicht gesehen? Okay. So, probieren wir es mal darüber nochmal. Okay, darüber nehmen wir nichts wahr. So. Auch nicht. Gut. Dann Shape 1-2. Und wir graben uns mal ganz kurz rein. Aber das sieht mau aus. Also ich vermute mal, dass wenn dann der ganze Kern durchsetzt ist und der hier, es wird einfach gar nicht durchsetzt. Also wieder mal empty. Dann probieren wir noch den da aus. Guck mal, was ist das? Ilmenite, okay. Gibt es hier irgendwie einen guten Punkt, wo ich hier an das Ding rankomme? Machen wir hier. So. Und dann hier rein. Und was haben wir hier? Iron Ore, okay. So, jetzt gucken, testen wir mal die Distanzen aus. Wir haben hier mindestens zwei getrennte. Oh mein Gott! Das ist ein Rieseneisenvorkommen. Und hier haben wir nochmal ein kleines, oder was? Es wird nicht zusammengezählt mit dem anderen. Genau, ist aber im Endeffekt auch Eisen. Okay. Also es gibt auch durchaus nochmal in den großen Asteroiden anscheinend getrennte Eisenvorkommen. Aber ja, Donnerlittchen, das sieht schon gut aus, ne? Vor allem, wie viel das von dem ganzen Ding ausmacht. So, und wenn ich das jetzt so starte. Okay, also ich sehe es schon auf eine gute Distanz eigentlich. Das ist okay. Ja, hier wollte ich jetzt nicht hin. Ich mache das mal von hier aus, dass ich mir das mal angucke. Okay, hier sieht man es nicht mehr. Wir müssen mit den Distanzen, die tatsächlich funktionieren, mal ein bisschen rumspielen. Aber hier funktioniert es dann halt nicht mehr. Okay, gut. Wo ist zu Hause? In die Richtung. Ah, da oben. Gut, dann wissen wir ja, wo wir hin müssen. Fantastisch. Auf jeden Fall haben wir jetzt das, was wir brauchen. Das heißt, jetzt können wir dann bautechnisch gut vorankommen. So. Fantastisch. Okay. Großartig. Und wir haben natürlich auch wieder einiges an Blöcken mitgebracht. So. Was müssen wir jetzt eigentlich mit dem Aluminium alles anstellen?
Jetzt habe ich wahrscheinlich keine Möglichkeit, irgendwie hier mit erhöhter Menge da was rauszubekommen. Nee. Das heißt, ich werde wahrscheinlich die ganz normalen Methoden benutzen müssen, das Ding jetzt einfach brennen müssen, damit ich jetzt mein Aluminium bekomme. Aber das ist okay. So, wir haben zwei Kästen. Einmal die hier. Was haben wir da bekommen? Ah, ein Scanner-Modul für Monster. Und hier aus dem Arsenal für den Scanner. Ei. Ei. Mann. Ich bin manchmal. Ja, und hier kann ich Inaktive sammeln. Oh, das ist ja mega gut. Das ist ja mega gut. Ja, cool. Damit kann ich jetzt. Oh, das macht jetzt dieses Leben wirklich leichter. Ich kann jetzt von außen an einen Asteroiden rangehen und ich kann zwar dann nicht sagen, was für drin ist, ob jetzt rare oder also normale oder seltene Erze, aber ich kann zumindest sagen, dass Erze drin sind. Das ist doch super. Ja, man sollte sich halt angucken, welche Questbelohnung man bekommt. Verdammt. So. Ah, so. Davon auch die Hälfte. Ja, das nehmen wir mal raus. Dann machen wir hier das mal rein. Und das da. Juti. Und hier heben wir uns noch ein bisschen was Aluminiumerz auf. Für den Fall, dass wir mal irgendwie was damit anfangen können mit dem direkten Erz. Das kann ich mir zwar nicht wirklich vorstellen, aber hey, wer weiß das schon. So. Da müssen wir jetzt einen kleinen Moment warten, bis wir da ein bisschen was durchgebrannt haben. So, dann habe ich wieder einige Asteroidenblöcke hier. Psst. Wir müssen irgendwann nochmal auf Rotten Flesh Jagd gehen, auf jeden Fall. So, wie viel von unserem Sauerstoff haben wir verbraucht? Genug, damit es sich lohnt, den hier nochmal reinzuschmeißen. Sehr gut. Ne, der geht ziemlich schnell hoch. Okay, also darauf hatte das keinen Einfluss, würde ich sagen. Ob wir das im Bobbles haben oder nicht. Nö, sieht nicht so aus, als wäre da irgendwie ein Einfluss von dem, ob wir das Ding tragen oder nicht dabei. Ich habe keine Ahnung, was das Ding genau macht. Advances Time Forward. Ich habe keine Ahnung. Gibt es zu Ad Totem Expansion? Okay, also es gibt halt die unterschiedlichsten Totems. Totem of Ascending saves you from a lethal fall or the void. Okay. Saves you from accidental trips into lava. Saves you from depth. Also kann ich, damit kann man unendlich atmen anscheinend. Keine Explosionsschaden. Repairs a broken tool after it breaks. Oh, das ist ja cool. Fragt sich, ob ist da keine Bedingung dran geknüpft? Einfach, es wird einfach heil gemacht? Das ist heftig. Grants ability to detect ores around you. Okay, das ist auch nett. Totem of Advancing. Ja, das ist halt keine Ahnung, was das macht. Sends you back home. Das ist auch cool. So, wo bekomme ich denn zum Beispiel sowas hierher? Eigentlich nur aus den Rewards. Hatte ich den Kopf auch aus dem Reward? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich den hatte. Ich nehme mal an, dass ich ihn aus einer Reward-Kiste hatte. Gut, das war dann nicht so schlimm. Aber wie gesagt, ich finde es halt ein bisschen störend manchmal, wie heftig halt die Belohnungen ausfallen können. Und wie sie halt das Mod-Paket teilweise zerstören. Ich kann mich noch erinnern, bei
Forever Stranded oder Stranded oder sowas, wie das hieß, da war dann zum Beispiel, konnte man eine Wasserquelle finden. Auf einem Wüstenplaneten halt. So, gab dann 10.000 Wassereimer oder sowas. Das heißt, man hatte erstmal einfach alles, wenn man das halt zufälligerweise aus einem Lootbag gezogen hat. Und das ist halt so, das zerstört halt einen Teil der Herausforderung, die eigentlich ja das Modpack ausgemacht hat. Das finde ich halt schade. So, dann würde ich sagen, ja, dann machen wir den Coal Generator. Den sollten wir jetzt eigentlich gut hinkriegen. Wir brauchen Compressed Iron, das haben wir da. Hier drüben. Apropos, noch eine Sache, die ich gerne machen würde. Ich baue euch mal kurz ab. Komm, gib mal her. So, Compressed Iron. Das zusammen mit dem hier gibt uns nämlich den Magnetic Crafting Table. Okay. So sollte der jetzt nicht gesetzt werden. So rum gefällt mir besser. Aber der guckt halt leider nicht in die angrenzenden Kisten rein. Das ist der Nachteil bei dem Ding. Ansonsten ist das echt cool, finde ich. So, wir brauchen Aluminiumkabel. Zack, machen wir ruhig mal gleich 4 Stück. Das kann nicht verkehrt sein. Der Coal Generator, da brauchen wir jetzt noch das Kupfer für. 1, 2, 3. So. Iron Ingots. So, holen wir uns da ein paar. Dann brauchen wir Cobblestone. So. Und so. Daraus mache ich mir dann. Obwohl, haben wir noch Furnaces übrig? Müssten wir doch eigentlich alles haben. Perfekt. Quest Complete Coal Generator. Die haben wir gleich zweimal erfüllt, wenn ich mich nicht irre. Nämlich einmal in Fuel Progression hier. Da bekommen wir eine Standard Wrench für. Coal Generator is a generator that produces energy from solid fuel. In order to use more advanced machine, you will need to upgrade your power generation. Tip: The Coal Generator only outputs power from the red dye to it. Died of it. Red died sight. Vielleicht ist died ein Wort, was ich nicht kenne. Wir nehmen uns mal die Wrench und dann gucken wir mal hier rein. Bekommen wir eine Common Reward. Was ist es? Redstone nehmen wir. So, und das öffnet uns jetzt natürlich auch noch ein paar andere Zugänge. Beziehungsweise ist halt vorgesehen, die jetzt erst anzugehen. Solar Array Controller. Ich weiß gar nicht, was der macht. Mal gucken. R, wie baue ich den? Das braucht noch ein bisschen. Dafür brauche ich den Circuit Fabricator. Der könnte aber schon in unserer Machbarkeit sein. So, also ich nehme an, der hat irgendwie eine rote Seite. Hier. So, kann ich das jetzt beeinflussen mit Hilfe von dieser Wrench hier? Na, damit kann ich ihn drehen. Okay. Wenn ich jetzt oben drauf haue. Ne, ich drehe den einfach nur im Uhrzeigersinn. Ja, okay. Ich nehme an, ich hoffe, ich kann ihn so abbauen, dass er kaputt geht. Ja, sehr gut. So, dann brauchen wir wahrscheinlich etwas Aluminiumwire. Dann teste ich mal, ob der so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das bedeutet, ich setze den mal hier hin. Das ist doch der Aluminiumanschluss, oder? Ja. Dann so. Und jetzt haue ich da mal etwas not generating. Ah, jetzt. Okay. Also, desto länger ich ihn laufen lasse, desto effektiver funktioniert er, nehme ich mal an. Sieht so aus. Der Nachteil ist, ich sehe halt nicht, wie. Ah, okay, jetzt hat er seine Maximalmenge erreicht. Jetzt produziert er 75 RF pro Tick. Der Punkt ist, die gehen jetzt ja nirgendwo hin.
Obwohl doch, theoretisch könnte der hier versorgt werden. Ah, das hängt davon ab, wo dieses Kabel herkommt und hingeht. Warte mal. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Ich habe den ja draußen angeschlossen. Das heißt, der müsste jetzt hier an diesem Kabel sein. Dieses Kabel geht hier lang, hier lang. Ernsthaft? Hier rein. Hier rum, hier oben rein. Okay. Aber auch hier unten in die Ecke rein. Ja, ist zum Glück nicht verwirrend oder sowas. Sodass das natürlich gut erkennbar ist, was wo ist. Ah, ich habe keine Ahnung. So, mal gucken. Puh. Also eigentlich an dem Kabel müsste es mit dran sein. Aber an dem Kabel tatsächlich wahrscheinlich nicht. Das heißt, das System hier ist jetzt tatsächlich nicht an dem da hinten dran, ne? Weil das Kabel hier hatte ja die Verbindung außen hier. Aber das ist nicht mit der Seite verbunden. Okay, das ist ungünstig irgendwie. Das heißt, da müsste ich jetzt den hier schalten, damit die Energie, die der hier produziert, tatsächlich auch in unserem Netzwerk landet. So. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, wie der hier eventuell tatsächlich sogar RF produziert hat. Oxygen Setup Invalid. Okay. Kriegen wir hin. Können uns einfach hier reinstellen. Zack. So. Füllt sich das hier? Es verbraucht sich. Okay. So. Dann gehen wir nochmal gucken. Der muss halt die ganze Zeit betrieben werden, damit sich das halt lohnt wahrscheinlich. Okay, also der ist jetzt bei 10.000 RF. Aber er gibt die Energie irgendwie nicht raus. Oder? Ich weiß es nicht. Gibst du Energie ab oder nicht? Ich meine, du bist voll. Hier ist Stillstand tatsächlich. Weitestgehend. Das weiß ich halt nicht, wie viel können die Dinger hier zum Beispiel produzieren. It's used to connect energy sources to energy consuming machines. Also normalerweise, wenn der Hebel an ist, dann verbraucht sich das Ding ja relativ schnell. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass der hier die ganze Zeit vollgehalten wird mit den 75 RF. Ich weiß es nicht. Bin da jetzt unsicher, muss ich zugeben. Jetzt weiß ich halt nicht, wie lange der noch brennt. Das wäre jetzt schön, wenn der halt aufhört, damit ich sehen kann, was passiert, wenn hier die RF-Zahl abnimmt. Gut, gucken wir ganz kurz, ob wir noch was anderes machen könnten. Wir könnten dann jetzt tatsächlich an dem Cobblestone Generator arbeiten. Copper können wir herstellen. Tin können wir herstellen. Oh nee, können wir noch nicht herstellen. Dafür brauchen wir tatsächlich Tin Ore. Ich dachte, ich kann. Ah, die Tin Ingots kann ich irgendwie anders herstellen. Mit dem Kompressor oder so? Ich war der Meinung. Möglicherweise mit einem bestimmten Tin Ingot. Thermal Foundation. Mechanism, Thermal Foundation. Minist. Mechanism. Galacticraft. Den mache ich aus Aluminium und Eisen. So rum ist das. Okay. Ah, können wir hier machen. 1, 2. 1, 2. So. Wie sieht das jetzt hier aus? Der ist immer noch mit 75 F am Arbeiten. Hä?
machst Lärm. Wieso machst du Lärm? Blacklist. Add. Recent. Anvil Land. Blacklist. Add. Recent. Block Metal. Keine Ahnung. Nee, Step ist, wenn ich drauf trete. Das soll ruhig bleiben. Ja, möglicherweise, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Du produzierst deine Energie. Du verbrauchst jetzt recht schnell Energie. Ja. Wenn ich das jetzt schließe. Ich dachte, eigentlich, jetzt verbraucht er sich. Wie kann denn das sein? Oh mein Gott, füllt er sich mit der Energie von unserer Batterie? Nein, aber sobald die Batterie an ist, zieht hier nichts mehr raus. Und wo geht der Strom jetzt hin? Was versorgt er denn jetzt? Oh, das Ding hier unten. Das versorgt er. Das hier versorgt er. Denn das wird hier über ein Kabel, was hier unten durch den Boden geht, mit den Dingern hier verbunden sein. I see. Okay, das macht Sinn. Mit der Kabellage muss ich mich mal auseinandersetzen, wie die hier in diesem Ding funktioniert. Aber warum er nicht mehr ans Stromnetzwerk arbeitet, wenn das Ding hier aktiv ist, das ist mir nicht ganz klar. Vielleicht ist dieser Energy Storage Cluster sehr speziell. Der pusht dann immer raus oder sowas. Hat er vielleicht eine Aufnahmerichtung und eine Entsenderichtung oder sowas? Das könnte natürlich sein. Gut, auf jeden Fall bedeutet das für mich, dass ich zumindest hier den Raum unter Strom setzen kann. Allerdings das Ding hier halt momentan nicht. Aber gut, ich könnte hier einfach natürlich ein Aluminiumkabel hier rüberziehen zu dem Ding da. So auch. Nee, das ist eine Fluid Pipe. Ja, ich müsste halt irgendwie eine Verbindung von hier nach da machen oder so. Das ließe sich zumindest irgendwie einrichten. Das sah ja nicht hübsch aus, aber es ginge. Oder ich baue das Ding da ab und baue das woanders hin. Ja, das ist auch schlecht, weil ich könnte halt hier drumherum bauen. Das wäre das Einfachste, glaube ich. Ich glaube, das mache ich mal. Moment. Wie mache ich nochmal einen Wire? So. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Wires. Nicht so rum? So? Boah, Moment. Ah, es muss die mittlere Linie sein. Na klar. Es darf nicht oben sein. Okay, so. Dann haben wir das. Und dann mache ich einfach zack, zack, zack. So, damit müsste der jetzt nämlich versorgt werden, auch wenn wir hier hinten halt Kohle reinschmeißen. So, machen wir hier ein bisschen Kohle rein und dann wird der nämlich davon versorgt. Also, sagen wir mal so, es ist jetzt nicht noch bei Weitem nicht perfekt, aber zumindest würde es so schon mal funktionieren. Das wäre okay. Wir müssen dann halt noch ausprobieren, wie das zum Beispiel ist, ob der hinten weiter brennt, während er das nicht verbraucht oder so, aber ich vermute mal ja. Von daher, das wird, glaube ich, keinen großen Unterschied machen. Es wird dann nur die Brenndauer dann halt, wird sich dann nach und nach verbrauchen. Aber zumindest haben wir damit die Möglichkeit zu sagen, hey, wir müssen nicht die Energie von unserem Basic Solar Panel nutzen. Gut, damit habe ich wahrscheinlich ein ganzes Stück überzogen. Jo, ein bisschen. Aber ich wollte das jetzt fertig kriegen und ein bisschen begreifen, was ich hier mache. Das heißt, jetzt haben wir für den Cold Generator haben wir erledigt. Ziel wäre ein Cobblestone Generator. Der wäre jetzt ja auch relativ unproblematisch. Den müssten wir ja schon hergestellt haben.
wenn ich mich nicht irre, genau. Das heißt, da stellen wir dann die Tinplatten her. Dann brauchen wir noch Compressed Copper. Dafür müssen wir zwei Copper da reinhauen. Copper haben wir auch noch was da. Eins, zwei. Dann brauchen wir, ach so, dann brauchen wir auch noch das Ganze aus Bronze. Moment. Eins, zwei. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Also wenn ich das auch noch aus Bronze brauche, brauche ich ja auch noch mal das hier wahrscheinlich. Und wo waren wir stehen geblieben? Ich wollte den da. Ich möchte davon nämlich zwei haben, weil, was ich unfassbar cool finde, wir können dann das Generator auch noch bauen da draus. Und dafür haben wir auch alles da. Und dann brauchen wir nicht mal mehr den Kompressor die ganze Zeit mit Cobblestone und sowas laufen lassen und können direkt den Dust herstellen lassen, was halt super ist. So, wir haben Eisen, wir haben Compressed Tin, wir brauchen noch etwas Eisen-Ingots, wir haben Tin-Ingots, wir haben Compressed Tin, wir brauchen Bronze, habe ich gesagt. Bronze, das hier. Wie machen wir Bronze? Okay, wir brauchen wahrscheinlich wieder einen speziellen Bronzeblock. Supi. Hier. Einfach Tin und Bronze. Okay. Das ist halt ein bisschen nervig, wenn der dann halt nicht alle Rezepte, die damit möglich sind, anzeigt. Aber wisst ihr was? Das machen wir in der nächsten Folge. Jetzt wirklich eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich alles, alles Gute. Und ich glaube, wir sind gut vorangekommen. Wir haben endlich unser Aluminium gefunden. Wir haben endlich unsere eigene Energieversorgung. Und jetzt kommen wir voran und können uns weiter umgucken an die nächsten Maschinenwagen. Und ich bin sehr gespannt, wo das hinführt. Ich kenne diese Mods halt gar nicht. Und es wird sehr interessant, das alles zu lernen. Ciao. Euer Sunny.